Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, mit dem Fazit zum BenQ Insta Show. Ich zeige euch den Karton nochmal. Und ich werde mein erstes Video mal, oder das Unboxing und das erste Testvideo in die Infokarte packen für euch. Hier wird auch irgendwo Werbung stehen, weil ich habe es gratis zur Verfügung gestellt gekriegt, muss es jetzt wieder zurückschicken. Aber nichtsdestotrotz, das gibt es in verschiedenen Varianten. Bevor wir hier zum Fazit kommen, allgemein, gibt es das in verschiedenen Varianten. Ich habe jetzt die Version HDMI und USB. Und es gibt noch die Variante mit einem USB-C-Kabel. Der USB ist für Strom da und HDMI natürlich für die Quelle, damit er halt weiß, hier ist irgendein Gerät dran, wo er Bild und so schicken muss. So, ich habe den Insta-Show bei meiner Frau oben in der Wohnung getestet. Da ist die Wohnung anders geschnitten. Also mit mehr Wänden und dickere Wände und so. Und da habe ich dann geguckt, das geht durch mehrere Wände durch. Das Umschalten zwischen den einzelnen Elementen hier mit dem Knopf funktioniert immer noch sehr, sehr schnell. Ich habe dann getestet mit einem HDMI-Verteiler, also einmal zu zweimal HDMI, von Ligavo hatte ich den damals, der den HDCP-Schutz rausnimmt. Hatte ich damals für PS3 benutzt, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt. Hab dann halt das mit einem Receiver oder mit meinem Receiver oder mit PlayStation verbunden, also PS3 oder PS4. Funktioniert auch super. 4K-Bild natürlich nicht. Es wird dann runtergestuft auf 1080p. Funktioniert auch super. Die Übertragung leckt nicht, keine Fehler, gar nichts. Also eine wirklich ruckelfreie, saubere Übertragung. Was ziemlich schnell funktioniert. Also da war ich auch sehr perplex und war ich sehr positiv überrascht. Aber wie gesagt, HDCP wird nicht unterstützt, weil es ist eigentlich gedacht für von einem PC zum Beamer. Den Beamer habe ich auch oben aufgebaut bei meiner Frau. Den haben wir da getestet, weil die mehr Platz hat. Da ist nicht so vollgestellt wie bei mir. Und wo war ich denn geblieben? Genau. Super Übertragung. Ruckelfrei zum Beamer, zum Fernseher, alles kein Problem. HDCP-Codec ist halt nicht mit bei, weil ein PC hat sowas ja eigentlich nicht, weil überträgt man ja, ist ja für Pressekonferenzen oder Konferenzen allgemein gedacht, dass man halt das überträgt. Aber das macht es wirklich sehr gut. Die Basisstation, die zeige ich euch jetzt auch nochmal, die hat einen Pairing-Knopf, den habe ich eigentlich nicht gebraucht. Dann einen LAN-Anschluss, einen HDMI-Anschluss und einen USB-Anschluss für Strom. Und hier links und rechts ist kann man eine Antenne ranschrauben. Das hatte ich ja im Video gezeigt. Im Karton sind dann halt mit bei, für die das Hardware-Video nicht gesehen haben oder das Unboxing, zwei von diesen Geräten. Hier, das leuchtet dann. Das kann man dann drücken zum Verbinden. Das ist ein HDMI und das ist ein USB. Die kommen dann an euren PC ran. So. Und dann ist halt logischerweise auch noch ein zweiter mit bei. Und dann haben wir halt hier noch jede Menge Kabel. Ich habe das schon eingepackt, weil, wie gesagt, ich muss ja wieder zurückschicken. So, da haben wir dann halt hier noch ein USB-Verlängerungskabel und den Stromkabel und. Habe ich alles im Unboxing gezeigt und dann auch so eine Metallbox, wo man diese hier dann einfach so reinpacken kann. Hier auch noch ein bisschen Kabelei, da kommen wir gleich dazu. Also da muss ich echt sagen, da hat BenQ ziemlich weit gedacht. Weil wenn man im Konferenzraum ist, ich weiß es von Freunden, wenn man dann so ein Ding hat und es am Laptop dran ist, ja, dann macht man es ab, dann bleibt es auf dem Tisch liegen. Oder man legt es neben dem Monitor oder Fernseher, Bildschirm, Beamer. Ja, und dann fällt es mal runter oder einer packt es in irgendein Schubfach oder liegt nicht daneben, sondern kommt dann woanders hin gepackt und dann findet man es nicht mehr wieder. Da hat BenQ gut gedacht, da ist eine schöne Metallbox, die stellt man einfach neben dem TV, neben dem Beamer oder auf den Tisch und dann macht man die einfach so rein. Der Kabel verschwindet ja dann drin, das ist so hoch und dann stehen die so hochkant drin. Da sind dann zwei Stück drin, die kann man dann rausnehmen und wieder reinmachen. Ja, das funktioniert wirklich wunderbar, das ist wirklich toll. Die Empfängereinheit,
Die müsst ihr auch jetzt nicht so einfach irgendwo am Bildschirm neben Beamer oder so hinstellen. Da hat BenQ auch wieder mitgedacht. Wir haben hier so einen Ring. Der ist in der Verpackung mit drin. Den habt ihr vielleicht gerade gesehen. Den macht man hier ran. Und dann könnt ihr den praktisch an die Wand machen. Hinterm Monitor hinten oder was weiß ich. Aber wir haben auch so ein Klettband mit bei. Das kann man da auch durchmachen. Und dann könnte man den praktisch an den Stuhlbein, an den Tischbein ranmachen. Der Kabel geht dann hoch. Ja, zack, bumm, fertig, aus. Funktioniert alles super. Habe ich auch geguckt. Das Klettband ist auch sehr stabil und fest. Auch überhaupt keine Probleme. Ich habe es... Weiß nicht, wie lange ich das jetzt getestet habe. Eine ganze Weile. Hier ist auch noch der Mode-Knopf. Da kommt man in den Mode. Kann man Mode machen. Aber wie gesagt, ich habe rangemacht, zack gedrückt und es war verbunden. Überhaupt keine Probleme. Also das war so blitzschnell, das hat mich selbst überrascht. Also das ist die Umschaltzeit von einem diesen Geräten zum anderen Gerät. So. Ist schneller als mein Receiver, wenn ich von einem Sender auf einen anderen Sender umschalte. Dann könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen. Hat alles super funktioniert. Ich bin megamäßig begeistert. Muss es leider zurückschicken. Wie gesagt, für Konferenzen ist es gedacht. Für HD-Receiver, die noch nicht HDCP-Schutz haben, da könnt ihr das benutzen. Für alle Geräte, die keinen HDCP-Schutz haben, wenn HDCP-Schutz mit bei ist, dann müsst ihr den umgehen. Da gibt es halt bestimmte Splitter, die nimmt man dann und macht man dazwischen und dann ist der HDCP-Schutz raus. Aber eigentlich ist es halt gedacht für Konferenzen, Videoübertragung, also Quatsch, Laptop-Übertragung. Ja, dass man halt eine Präsentation vorbereitet hat auf dem Laptop, die ranmacht, also den Laptop anschließt hier mit dem und dann halt von hier nach hier funkt und dann sieht der ganze Raum das halt auf dem Bildschirm oder Monitor oder Beamer. Und dafür ist das eigentlich gedacht. Also von mir auf jeden Fall einen ganz großen Doppeldaumen hoch. Auch den Beamer, den ich gleich mit getestet habe, der jetzt noch oben ist, muss ich sagen, hätte ich so nicht gedacht. Weil ich habe den hier an der Raufaser getestet und oben und er macht ein Bild, macht ein sehr gutes Bild. Also nicht irgendwie milchig, verwaschen oder halt, weil es Tageslicht war, dass es irgendwie zu hell ist oder dass man nicht sieht. Nee, selbst bei Tageslicht hat es gut funktioniert, konnte alles sehen. Klar ist es jetzt bei Strukturtapete oder jetzt bei Raufasertapete, da hat man dann natürlich diese Körnchen. Und das ist natürlich bildbeeinflussend. Dann sieht man halt diese Huckel. Das ist klar. Das brauchen wir uns nicht schönreden. Das ist ja auch nicht dafür gedacht. Aber selbst da hat er ein gutes Bild gemacht. Muss ich mal so sagen. Also ich bin jeweils begeistert von BenQ. Ich habe ja auch die WIT am, also Bede Witz, also inne am Bildschirm, also vom Laptop für den Bildschirm. Und dann noch diese WIT-Lampe, packe euch mal die BenQ links oben rein in die Videobeschreibung. Ich liebe diese Lampe, guckt euch die mal an. Also die ist, boah, es gibt keine bessere, für meine Augen. Tut mir leid, aber muss ich so sagen, es gibt keine bessere Lampe. Vor allen Dingen nicht für den Schreibtisch. So, dann soll es das jetzt auch gewesen sein. Ich werde das dann jetzt fertig machen. Mal gucken, was das kostet, wieder zurückschicken. Weil das hat alle ein ganz schönes Gewicht. Wird garantiert wieder 15, 20 Euro loswerden. Aber egal. Testen hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich von hier aus erstmal an BenQ für die Möglichkeit, das zu testen. Ja, und ich würde mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine kurze Zusammenfassung, weil wie gesagt, ich habe es jetzt hier nicht aufgebaut, weil es würde einfach mit den Kameraschwenks zu viel sein. Und da habe ich gedacht, einfach ein bisschen quatschen, euch die zeigen, reicht ja eigentlich auch aus als Fazit. Den Test packe ich euch oben in die Videobeschreibung. Da könnt ihr das sehen, wie ich ihn getestet habe. Mein erstes Mal benutzen. Da könnt ihr auch sehen, dass ich war nicht darauf vorbereitet. Einfach gemacht, zack, getestet und es hat alle gleich hingehauen. Ohne dass man irgendwie was hin und her machen musste oder dass irgendwelche Komplikationen gab oder so. So, aber jetzt nichtsdestotrotz bin ich dann wirklich weg. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.